So, willkommen Leute zu einer neuen Page-Folge vom Zoo 2 Animal Park. Und wir begeben uns erst einmal in die Vergangenheit, da wir eine zweite Booster Sale Woche bekommen haben und ich ja vollkommen vergessen habe, dass ich noch Statuen habe, die ich noch in Puzzleteile oder in Tickets besser gesagt umtauschen kann. Das habe ich ja schon mal gemacht und deswegen kann ich meine ganzen Tiere, was ich jetzt noch habe, kann ich die alle vollenden. Und das werde ich auch jetzt machen. Die Katze tue ich mal vollenden, dann die Fischkatze und das weiteren die Harpyie. Dann hier den Nebelparder, einmal den Gorilla, einen zweiten Madrill kann ich auch schon freischalten. Einmal, das kostet zwar Münzen, aber egal. So, den Yak kann ich auch vollenden. Dann haben wir einen Orang-Utan. Und eine zweite Tüpfelhyäne, glaube ich, kann ich vollenden. Und zweiten Puma, glaube ich. Weiß ich nicht. So, mit dem Waschbär, das machen wir dann später, wenn ich dann gleich mit der Page loslege. Das kann man leider noch nicht vollenden. Da muss man die komplette Puzzleteil-Sachen zusammen haben. Deswegen läuft das nicht. So, und dann werden wir dann gleich dann die Tiere heute wahrscheinlich nicht mehr reinsetzen, aber ich werde dann weiter dann im Video euch zeigen, was dann ich vorhabe. So, willkommen in der Realität und heute gibt es den Kiwi als Stop-Angebot. Für 199 Diamanten, wer den haben möchte, bitteschön. So, Werbung und das erste Äffchen der Satansaffe wurde freigeschaltet vom OPS und der kostet 1000 Diamanten. Wer den gerne haben will, kann er sich hier kaufen und im Terrariumhaus gibt es auch zwei neue Tierchen. Einmal für 100 Diamanten und einmal für 1000 Diamanten den Parsons-Chamäleon und den Rotaugen-Laubfrosch für 100 Diamanten. So, dann haben wir ja noch, so, dann haben wir ja noch ein Tier, was hier in der Info nicht gezeigt worden ist. Falsch. Ja, da gehen wir dann hier rein. So, dann haben wir hier das Tier. Das gibt es 400 Diamanten, glaube ich, zu kaufen. Und dieses Tier ist gestern eingetroffen und heute wurde es schon veröffentlicht vom OBS. Und das wird ein neues Sammelalbum-Tier mit drei Sternen. Und das ist die Nilguan-Antilope. Und dafür braucht man dann diese Tiere auf Stufe 5. So, was ist hier mit dem Objekt nicht erhältlich? Mal schauen. Da. Gibt es das Teil irgendwo hier noch zu sehen? Die Onyx. Mal wie das Tier so heißt. Jetzt können wir hier erstmal lange warten, lange suchen. Da. Also hier ist auf jeden Fall kein Schlüssel dran. Das Tier ist zurzeit nicht im Spiel verfügbar. Na gut. Und so, die Chamäleons werden hier nicht angezeigt. Nö, die werden hier nicht angezeigt. So, da ich ja jetzt alle Tiere jetzt freigeschaltet habe, die neuen hier, kann ich die aber noch nicht reinsetzen, da ich ja noch keinen Platz habe. Aber da wir heute Diamantenrückerstattungs-Event haben,
Und dazu haben wir noch Grundstücks-Event. Also werde ich mir sozusagen meine Diamanten ausgeben und den Grundstücke vergrößern, damit ich hier dann die anderen Gehege noch reinsetzen kann. Dann habe ich mehr Tiere drin und dann kann ich natürlich meine hier Weltmeister Zoo vollenden und dann kann ich schon mit der Bürgermeister Quest 11 weitermachen. So, deswegen macht man hier erst einmal die 200 Diamanten Grundstück freimachen. Kostet jetzt nur 120 Diamanten. Jawohl. Und deswegen können wir hier ganz schön viele Grundstücke dann für Münzen freischalten. Und das nächste Grundstück, was ich noch freischalten werde, ist, glaube ich, dieses hier. Aber das kostet nur 72 Diamanten. Oder das da hier. Ich weiß nicht. Glaube. Und wenn ich das freischalten, dann habe ich ja mehr Fläche hier. Und wenn ich das so. Ich glaube, das war doch das für 80 Diamanten. Aber warum kostet das 72 nur? Ich glaube, ich mache dann lieber das hier, das ist größer. Dann habe ich noch 30 Diamanten übrig, ist aber nicht so schlimm. Dann kann ich hier schön Gehege noch reinsetzen dann. Und dann können wir hier die anderen Tiere dann reinsetzen. Dann kann ich hier alles schön verschieben, alles richtig hinstellen. Dann habe ich hier alles frei, da alles frei. Das könnte ich natürlich frei machen, aber da ist das Tier. Nee, das kostet auch 1000 Diamanten. Ja, ich denke schon, das kostet auch 1000 Diamanten. Warum kostet das? 700? Naja, egal, nicht so schlimm. So, das war sozusagen auch die Page-Folge. Kurz und knackig, da ja OBS sowieso schon alles veröffentlicht hat. Ging auch ziemlich schnell. Normalerweise brauchen die eine gewisse Zeit, bis sie das alles veröffentlichen. Aber naja, was soll's. Ich werde dann nach dem Video, am Ende des Videos dann anfangen, schon mal alles hinzustellen. Ich weiß zwar nicht, wie das jetzt im Terrarium ausschaut, aber da sind, glaube ich, immer noch zu wenig Tiere und zu wenig Puzzleteile. Oder allgemein zu wenig Sachen drin, dass man hier die Sachen hier freischalten, die Puzzleteile und die Truhen. Ich denke, es ist noch nicht, es ist noch zu wenig, dass man da prozentuell hier etwas weniger Chancen hat, dann bessere Sachen zu bekommen. Desto mehr Puzzleteile man hat, desto weniger Chancen hast du ja, die richtige Puzzleteile auch zu bekommen. Aber hier, nee, hier gibt es auch Rabatt. Nee, warum? Warum wird das hier freigeschaltet? Verstehe ich nicht. Ja, hier funktioniert es. Naja, die Page ist sowieso ein bisschen verbuggt. Behaupte ich mal, wo noch viele, viele haben mir auch gesagt, dass das irgendwie verbuggt ist, diese Page zurzeit. Vielleicht wird das hier 18.000 nur. Das werde ich ja dann alles freischalten nach dem Video. Weil da muss ich ganz genau erstmal schauen, was ich da mir freischalte. Ansonsten gebe ich nur mein Geld sinnlos aus. Und im Video wird es ein bisschen
zu viel Aufwand dann sein, dass ich dann jede Sache dann freischalte. Hier ist auch Rabatt auf Grundstücke. Das ist natürlich super. Und bei dem Kuali Park, da muss ich ja, glaube ich, irgendwo irgendwelche Grundstücke freischalten. Irgendwelche Quests, glaube ich, da. Naja, das können wir einmal machen, denke ich hier. Das ist ja, glaube ich, das billigste. Der billigste Grundstück. Ja, hier ist schon wieder Werbung. Das ist mir zu teuer. Das ist mir auch zu teuer hier. 190, ja. Dann werde ich das da hier freischalten. Jawohl. Jetzt haben wir Tiere und eine sichere Einkommensquelle. Puh, ich weiß erstmal auch nicht weiter. Ohne dich wären wir hier total aufgeschmissen gewesen. Danke, dass du dich so sehr für das Reservat eingesetzt hast. Ach, das ist doch selbstverständlich. Da fällt mir aber noch was ein. Das ist nicht das erste Mal, dass Saftmund beim Aufbau eines Zoos geholfen hat. Ja, Tarnhain zum Beispiel. Und damals war es ja auch ein Teamprojekt, genau, mit Lucy und den ganzen anderen Mitarbeitern. Ich weiß ganz genau, wenn wir fragen können. Genau, so viel Einnahmen hat der Kuali Park noch nie. Ja, so viele, 11.000, ja. Huhu, hier sind wir. Da seid ihr ja. Nanu, wo ist denn Lucy? Lucy hatte gerade keine Zeit. Die Lilien haben wild vor einem Ziegenausbruch geflüstert. Sie kommt jedenfalls später. Okay. Ja, da spricht er mit Blumen. Höchste Eisenbahn, dass du uns eingeladen hast. Das sieht hier ja aus. Ja, ihr müsst wieder hier ran. Die Pflanzen mögen es zwar etwas wärmer, aber zu trinken können sie trotzdem. Aber zu trinken können die trotzdem gebrauchen. Ja, und einsam sind sie auch. Ja, da brauchst du ein paar mehr Pflanzen ein. Also, ich finde, Mülltonnen wären ein guter erster Schritt. Ich vertraue da ganz auf eure Expertise. Sanftmut hilft mir bestimmt, eure Vorschläge umzusetzen, oder? Ja, ich versuch's. Lass uns die Vorschläge von Gisbert und Antonio umsetzen. Bau 10 Mülleimer, Blumenpflanze, Toiletten bauen. Bäume pflanzen. Okay, das ist dann wahrscheinlich die nächste Aufgabe. So, und so sieht dann aus, wenn man die Sachen hier, diese Statuen hier abbaut. Diese vier Meermünzen, die muss man halt öfters abbauen. Nein, Diamanten. Nein. Die muss man halt öfters anklicken. In 1 Minute und 2 Minuten, da kriegen wir entweder Puzzleteile oder irgendwas anderes. Aber meistens kriegen wir diesen Weg hier, habe ich das Zeug überhaupt? Muss ich ja noch mal. Das kann man ja, glaube ich, nicht vollenden, oder? Tauschen. Dieses Puzzleteil kann ich tauschen vollenden. Dieses Puzzle kann nicht über Diamanten vollendet werden. Jawohl, dann muss ich mal warten. Wir warten mal 1 Minütchen. Hier 4 Sekunden, 3 Sekunden. Mal schauen, was da kommt. So, das muss ich sogar. Ah, ich krieg nur Erfahrungspunkte. So, hier haben wir was bekommen. Auch so eine Dekostatue. Die können wir dann selber aufstellen. So, dann würde ich mal sagen, was haben wir denn hier jetzt? 100 Diamanten haben wir erreicht, also kriege ich 32, 3, 23 Diamanten zurück. Wow, super. So, hier kann ich erstmal nichts züchten, da ich ja meine Strauße ja
auf Stufe 7 hier gebracht habe. Hallo, das nervt auch immer. Strauß. So, Strauß, Stufe 8 habe ich sogar schon. Super. So, dann würde ich sagen, war das erstmal für die heutige Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.